Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Space for the Unbound. Und ich hoffe, ich habe es jetzt gelöst. Also, ich habe jetzt nochmal ganz in Ruhe gerechnet. Wir haben eine 4, war n gleich 4. Dann i ist 3 minus 3n gleich i. Also habe ich hier einen 9 raus. Und zwar, weil wir ja 3 mal n, also 12 minus 3, kommen wir auf 9. Dann k, da hatte ich vorhin, glaube ich, einen Denkfehler. 3 mal n, also 12 und 2 mal k ist quasi 3n. Also müssen wir durch 2 machen natürlich und haben eine 6. Und das hatte ich, glaube ich, vorhin falsch gemacht. Keine Ahnung, was ich da gedacht habe. So, dann sind wir wieder bei e. Das war das Komplizierteste. 2e plus i ist gleich 11. Kam ich auf 1, weil wir haben, warte mal, i war 12. Nee, 9, Entschuldigung. Dann bleiben 2 bis 11. Weil 11 ist gleich. Und 2e fehlt noch, also 2 durch 1. Haben wir eine 1 und dann kommen wir mit 2e plus i ist gleich 11. So, ich hoffe, das ist ein bisschen nachvollziehbar. Und dann haben wir wieder n, heißt wieder 4. Ja, offen. Sehr schön, oh Gott. Gut, ich konnte es jetzt nicht prüfen, weil ich Angst hatte, dass es dann doof speichert oder so. Das Spiel speichert ja ein bisschen selber. Deswegen hatte ich jetzt einfach gehofft, dass es stimmt. Wow, da sind eine Menge seltsame Dinge drin. Was zur Hölle ist das? Ah, da ist die Brechstange. Ich brauche sie vielleicht, um die Wand niederzureißen. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob auch OBS aufnimmt. Ja, wunderbar. Jetzt ärgerlich gewesen sonst. Okay, die Brechstange. Warum auch immer die da im Safe ist, fragt nicht. Ist ganz normales Lehrerverhalten, dass die Brechstangen im Safe haben, glaube ich. So, dann helfen wir da mal. So, einmal Brechstange. Bam. Ha. Spitze. Danke, Dude. So kriege ich auch was? Ah, nein, bitte nicht. Ja, den nehme ich gerne. Ah, wo ist nur dieser verfluchte Schraubenzieher? Ah, hier herrscht das totale Chaos. Kann sich wenigstens alles an seinen ursprünglichen Ort zurücklegen. Den nehme ich. Wir sagen, man könnte nützlich sein, um die Wand zu zerstören. Genau. Das tun wir mal eben. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir die hier zerstören, aber wir können es auch in einer anderen Welt sonst nochmal machen. Hoffe ich. So, einmal Hammer. Gut. Sie ist immer noch stabil, aber ich habe schon Fortschritte gemacht. Vielleicht wird die Wand mit der Zeit einstürzen. Okay. Wir lassen was dabei. Und wir gehen in die andere Zeitzone. Oh, warte. Warte mal. Wo ist denn das Klassenzimmer? Nee. Das, wo der Riss ist, meine ich. Hier. Bevor wir weitergehen, würde ich hier gerne mal gucken. Ah, ich hab den nicht mehr. Oh nein. Oh. Oh. Okay. Na gut. Schade. Ich dachte, ich wäre klug gewesen. Naja, wohl nicht. Tschüss, ihr blöden Schnepfen. Hoffen wir mal, dass es gereicht hat. Oh, sehr gut, sehr gut. Genau, wie ich es mir gedacht habe. Ich habe so weit geschwächt, dass der Flugzeugabsturz sie zum Einsturz gebracht hat. Jetzt bin ich endlich drin. Ich muss Rai und Marine finden. Wo könnten sie nur sein? Das bist nicht du, Raya. Das ist falsch. Diese Stimme, das ist Marine. Sie spricht mit Raya. Es muss ihnen also gut gehen. Marine, Raya, wo seid ihr? Keine Antwort. Ich muss sie finden. Es war wirklich ein Flugzeug, was abgestürzt war. Wow. Dass die noch leben. Die armen Leute, die im Flugzeug waren. Das hat nichts mit dir zu tun. Das ist Rayas Stimme. Allerdings hat's was mit mir zu tun. Hör mal. Raya ist dir nicht schuldig. Nach dem, was du ihr angetan hast. Hä? Das ist eine männliche Stimme. Wer ist das? Erik? Ich muss näher ran. Oder wir. Wir haben ja schon einen zweiten Atma gesehen. Das ist wahr, mein Klassenzimmer. Jetzt ist es voller
Naja, Flugzeug. Huch. Oh, ein Schüler um diese Uhrzeit. Hä? Was hast du vor? Warum bist du immer noch hier? Musst du nachsitzen? Haben Sie es nicht gesehen? Sir, die Schule wurde zerstört. Geht's Ihnen gut? Wieso wurden Sie nicht evakuiert? Sie sollten hier verschwinden. Wovon zur Hölle redest du da? Bist du auf Drogen, Junge? Wie ist dein Name? Ich werde das notieren. Ich bin Atma, Sir. Sie kennen mich doch. Atma, du bist doch definitiv zugedröhnt. Atma ist hier, siehst du? Was? Was zur Hölle? Wer? Wer bist du? Dieser Schüler ist ein schwarzes Schaf. Ein Unruhestifter? Ha, gut. Schmeißen Sie ihn raus. Ja. Aua. Sag mal. Ist aber gut hier. Bitte hören Sie auf, Sir. Das sind nicht Sie. Sei bloß nicht mit mir, als würdest du mich kennen, du Bike. Ist auch schlimm, wenn einen keiner mehr erkennt. Natürlich kenne ich sie. Ich bin der echte Atma. Na, wovon redest du da? Ich weiß, sie sind verwirrt. Ich kann's erklären. Nee. Das ist nicht richtig. Ach, du verdammter Skirr. Nimm das. Ach du Scheiße. Ja, was ist mit mir passiert? Erinnern Sie sich jetzt an mich? Atma? Atma, ich kenne keinen Atma. Was? Natürlich tun Sie das. Bitte lassen Sie mich durch. Es ist wichtig. Ja, ich muss dich loswerden. Ach. Oh nein. Es tut mir so leid, Sir. Ich hatte keine Wahl. Ich muss Raya und Marin finden. Vielleicht sind sie im Hof. Okay, hier geht's auch nicht lang. Dann. Okay. Bitte. Du musst nicht die ganze Stadt als Geisel halten, wenn du in Wahrheit nur mich willst. Sei bloß nicht so selbstgefällig, Mädchen. Welchen Wert hast du für in Rayas Augen? Hä? Das reicht jetzt, Liebling. Raya? Marin? Hä? Atma, ich dachte, du wärst tot. Deshalb habe ich eine zweite Version von dir erschaffen. Was? Ein zweites Ich? Ich war am Boden zerstört, ich hatte keine Wahl. Aber jetzt können wir zusammen sein, das willst du doch auch, oder? Wovon redest du da, Raya? Das bin nicht ich. Was ist mit dir passiert? Atma, bitte mach das nicht noch komplizierter. Mach dir keine Sorgen und wart ab. Ich werde alles wieder besser machen. Ich muss nur diese Störung ausmerzen. Raya, ich... Es tut mir leid, dass ich an dich gezweifelt habe, Raya. Bitte sag mir, wie ich das wieder gut machen kann. Es ist zu spät. Die Sache ist bereits im Rollen. Wir haben das Ende bald erreicht. Nein, bitte. Können die Dinge nicht wieder so sein, wie sie waren früher, in den alten Zeiten? Gemeinsam Geschichten schreiben. Wir könnten wieder so sein wie früher. Meine beste Freundin würde mir meine beste Freundin nicht vielleicht auf das hören, was ich ihr sage? Nicht ein einziges meiner Worte ist bis zu dir durchgedrungen. Du hast kein Vertrauen in mich. Du hattest nie eins. Ich bin für dich einfach ein Freak, so wie für alle anderen. Es tut mir so leid. Lass mich das wieder gut machen. Halt's Maul. Du bist ein Teil meiner Vergangenheit, mit dem ich nichts mehr zu tun haben will. Sag sowas nicht. Wir können drüber reden. Ich werde alles wieder ins Reine bringen. Ich sag alles, was du hören willst. Sag mir einfach nur, wie diese Geschichte weitergehen soll. Geschichte? Wie kannst du es wagen, das zu sagen? Alles, was ich sage und tue, mein ganzes Leben ist für dich bloß eine kindliche Fantasie. Nein, ich meine... Genau, so habe ich mir das gedacht. Ich hätte dich von Anfang an zum Schweigen bringen sollen. Marin, pass auf. Und fort. Thank you.
Das bin ich. Ich habe Rayas Angriff mit dem Zauberstab geblockt und habe ich aus Versehen einen Riss geöffnet. Was ist das für ein Zeitstrahl? Sieh mal, ich wollte den großen blauen Stern hier hinzeichnen, weil... übrigens, ich muss gehen. Du gehst? Wohin? Mein Zeichenclub, erinnerst du dich noch? Oh, ja. Den hast du ja jetzt. Ich mache auch im Unterricht richtig gute Fortschritte. Ich habe diese Idee für einen neuen, wirklich einzigartigen Comic. Okay, also das ist... Ich schreibe auch gerade an etwas. Oh, was Neues? Können wir zusammen daran arbeiten? Worum geht's? Ich würde lieber mit meinem Freund daran arbeiten. Bin ich auch befreundet? Schon, aber ich meine, Atma... Du redest ständig von diesem Atma. Atma dies, Atma das. Er ist der Einzige, der deine neuen Geschichten zu hören kriegt. Wer ist er überhaupt? Wie sieht er aus? Kann ich ihn kennenlernen? Nein, kannst du nicht. Wieso nicht? Ich... Ach, wissen Sie, wir sind langsam ein wenig zu alt für imaginäre Freunde. Hat sie gerade wissen Sie gesagt? Also eine höfliche Anrede? Wie? Ich meine ja nur, du redest ständig von ihm, aber ich habe ihn bisher kein einziges Mal gesehen. Also dachte ich... Ich musste nicht alles und jeden ständig zeigen, Marin. Aber, na, ich bin doch deine beste Freundin. Atma ist mein bester Freund. Ich muss mich, glaube ich, revidieren. Normaler war gar nicht die... Sie ist gar nicht normaler, ne? Normaler steht da jetzt links, wenn ich das an den Haaren richtig erkenne und so. Dann ist Normaler Raya. Und sie? Marin. Vielleicht später Lulu? Ich weiß nicht. Was kann er, was ich nicht kann? Was macht ihn so besonders? Halt's Maul. Lass mich. Geh einfach und zeichne Bilder an deinem dämlichen Club. Das machst du auch sowieso viel lieber, als mit mir abzuhängen. Ich kann nicht. Hey, warte, geh nicht. Warum sagst du das? Du bist doch meine beste Freundin. Was habe ich falsch gemacht? Wieso hast du mich? Bitte, es tut mir leid. Okay. Das ist Marins Herz. Da sind Normaler und Marin. Ich dachte mir, die trübe Farbe ist sowas von langweilig. Das ist immer der Zauberstab. Du hast recht. Es sollte funkeln, so wie, Gold. Gold! Du bist mir zuvor gekommen. Schon okay. Große Geister denken eben gleich. Wir sind uns so ähnlich. Das ist so süß. Naja, ich bin nicht wirklich so seltsam wie du. Wie? Ach, nichts. Marin, der Club beginnt. Oh, okay, ich komme. Marin? Ich komme. Wir haben so Normaler oder auch Raya allein gelassen. Wow, ist voll schön. Das ist die Tür, die sie zu dieser Insel teleportiert hat. Ich muss Marin folgen. Jetzt habe ich mir überhaupt nicht gemerkt, wo sie durchgegangen ist, verdammt. Ja. Das war doof. Oh. Wow. Oh Gott. Dann sehen wir mal nach, was in der Tasche ist. Mal sehen. Seltsame Zeichnung und ja, nochmal seltsame Zeichnung. Machst du eigentlich irgendwas auch mal was Normales? Hör auf. Oho, seht mal, die Seele sieht aus wie Erik. Was? Ach, seid ihr zwei etwa verliebt? Jo, Erik geht mit der Verrückten aus. Tu ich nicht. Ach, wer sollte jemals mit einem Mädchen wie dir zusammen sein wollen? Du Freak. Was ist das für ein seltsames Stockdings? Hast du es gemacht? Der Zauberstab. Hey. Achso, der Zauberstab. Hey. Entschuldigung, komm hier mit den Stimmen durcheinander. Das gehört meinem Freund, gib ihn zurück. Lügnerin. Wer sollte mit einer Verrückten wie dir befreundet sein wollen? Aufhören. Hilfe. Und sie tut nichts. Marin, hilf mir. Sie steht da einfach nur und lauscht und haut ab. Wow. Uff.
Okay. Sie geht nach ganz hinten. Okay. Nee, das war's nicht. Okay, nochmal. Ich bin plötzlich wieder hier. Ich schätze, das passiert wohl, wenn ich mich für den falschen Pfad entscheide. Ich muss ihr folgen. Okay, also doch folgen möchte ich. Ich dachte, wir müssen erst mal, was sie da hinten macht. Nein! Oh, das war die falsche Tür. Scheiße, ich dachte, das wäre die letzte gewesen. Ah. Okay. So, Nummer 3. Dann die letzte. Mhm. Und dann Nummer 2. Da ist sie. Wo ist sie? Sie sagte, wir würden uns hier treffen, aber ich hoffe, sie bringt die Geschichte mit. Ich frage mich, wie... Nutzloses Girl. Stress hinter meinem Rücken durch die Stadt, obwohl du in Wirklichkeit lernen solltest. Die Kredithaie sind wegen deinen Schulgebühren hinter mir her. Und du kannst nicht mal Prüfungen bestehen wie ein normales Kind. Das ist der Dank, mein Kind. Das ist ein Freak. Meine Frau ist nutzlos. Es tut mir leid. Ruhe, ich habe dir das Leben geschenkt, Mädchen. Tut mir leid. Es tut mir so leid. Und schon wieder nichts. Wieder nur gelauscht, nichts getan. Ich weiß leider nicht, wie es weitergeht, ehrlich gesagt. Los, lass uns ihr Buch zerreißen. Hier ist noch eine leere Stelle. Soll ich da etwas hinschreiben? Wie wär's mit Geh sterben, Freak? Ist das zu wild? Naja, ist ja nicht so, als würden wir sie die Treppe runterstoßen oder so ähnlich. Wobei, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Hey, sieh mal, ich habe noch eine von ihren Zeichnungen gefunden. Ey, was soll das überhaupt sein? So eklig. Los, hol's dir. Sie wird komplett ruhig drehen. Und schon wieder tut sie nichts. Klar, sie ist nicht die Mobberin. Nicht so. Also, das, was die Mobber da tun, ist das Schlimmste. Das ist einfach nur widerlich. Also, und ich finde immer noch, dass Mobbing angemessen bestraft werden sollte. Denn Mobbing ist halt auch Gewalt. Also, es gibt nicht nur physische Gewalt, es gibt halt auch emotionale und psychische Gewalt. Und das ist viel, viel schlimmer als physische Gewalt. Natürlich, physische Gewalt ist auch furchtbar. Aber gerade die psychische, die emotionale Gewalt, die dauert an. Die, ja, die Folgen davon sind halt meistens deutlich länger als die von physischer Gewalt. Sowas kann halt verheilen. Psychische und emotionale Gewalt verheilt halt nicht. Das spreche ich aus Erfahrung. Ich war mal ganz froh, tatsächlich, wenn mir, ja, wenn meine Mobber von damals mich einfach nur geschlagen haben. Denn das war nicht so schlimm wie das andere. Okay. Wohin? Nein, muss ich jetzt echt ganz von vorne? Ich wusste doch gar nicht, wohin. Das hat mir doch niemand gesagt. Oh, wie doof. Ja, nur? Ich weiß es halt nicht. Es wurde nicht gezeigt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Wo bin ich gerade reingegangen? Das weiß ich auch nicht, leider. Scheiße. Oh Mann, das ist doch voll doof. Man sieht es halt nicht. Nummer 3. Ja, ist mir klar. Dann die letzte. Ist das die letzte hinten nochmal? Oh, ja, klar. Ach, scheiße. Ah, jetzt habe ich eins zu früh gemacht. Ah, nochmal. 3.
Und jetzt weiß ich es halt nicht. Die wurde nicht gezeigt halt. Doch, wurde sie. Okay. Die wurde nur zu Anfang gezeigt. Okay. Es ist Marine und jemand anders. Ah ja. Wie ich sehe, hast du das Formular für die Zukunftsorientierung immer noch nicht ausgefüllt. Was ist mit einem Kunst- oder Literaturabschluss? Du warst immer sehr kreativ. Hast du Angst, dass dich Leute kritisieren? Keine Sorge, ich werde mich für die Kunstschule entscheiden und niemand hat das interessiert. Es ist wichtiger, etwas zu tun, wofür du brennst. Schließlich ist das dein Leben. Du hast leicht reden. Du weißt, dass diese Leute dich anders behandeln als mich. Was du tust, ist Leuten entweder egal oder sie loben dich. Wenn ich sowas getan hätte, hätten sie mich als Freak bezeichnet. Kannst du das echt nicht sehen? Du kannst es nicht oder willst es nicht, schätze ich. So wie immer. Nein, so ist es nicht. Ach, hör einfach auf, Marine. Aber hey, ich weiß, dass du es liebst, Geschichten zu schreiben und Kunst zu erschaffen. Erinnerst du dich noch an all die Dinge, die wir in unserem Basislager geschrieben haben? Du warst voll darauf versessen. Du hast glücklich ausgesehen. Wenn es dein Traum ist, solltest du dafür kämpfen. Aufhören. Du redest, als hätte ich es nicht einmal versucht, dafür zu kämpfen. Ich bin nicht normaler. Ich kann das nicht. Warte. Wovon redest du? Du bist normaler. Nein, Marine, ich... Du würdest das nicht verstehen. Atma ist der Einzige, der mich wirklich versteht. Schon wieder dieser Atma. Wieso redest du noch immer von ihm, als wäre er eine reale Person? Weil er real ist. Ich habe nach ihm gesucht, weil du immer so viel von ihm redest, aber ich kann ihn nirgendwo finden. Weil er nun mal eben gerade nicht hier ist. Ich habe in den Archiven nachgesehen, die Aufzeichnung der Stadt, das Telefonbuch, selbst die Zeitungen aus den letzten 10 Jahren. Sei still. Nirgendwo wird dein Atma auch nur im Ansatz erwähnt. Er ist nicht real. Komm drüber hinweg. Wir sind langsam zu alt für imaginäre Freunde. Das verstehst du nicht. Es tut mir leid. Nein. Ich bin deine beste Freundin. Was habe ich falsch gemacht? Wieso hasst du mich? Weil du ihr nie geholfen hast, vielleicht? Nicht ein einziges Mal? Die Schnecke war bald so besessen davon, ihre Magie zu wirken, dass sie die Südliche allein in den dunkelsten Tiefen des Ozeans zurückließ. Was lehrt uns die Geschichte diesmal? Okay, wir gucken uns erst die Geschichte an. Aha, geht nicht. Marine. Nein. Okay, jetzt können wir. Das ist, glaube ich, wichtig. Wir haben, glaube ich, leider nicht alle bekommen am Ende, weil hier fehlen sehr viele dazwischen, leider. Welche ist es denn? Die hier? Ich weiß es nicht. Ah! Erneut begann sich der Komet zu senken und ein helles, goldenes Licht auszustrahlen. Die Südsternprinzessin traf auf ihrem 3. Planeten ein, der vollständig von einem Ozean bedeckt war. Die Südliche entschied, in die Tiefen hinabzutauchen und ihn zu erkunden. Bald traf sie auf eine schüchterne Schnecke, die sich in ihr Haus verkrochen hatte. Die Schnecke hatte bereits mit dem gezeigten Schwert zu kämpfen und zog angesichts der Sternenprinzessin ängstlich den Kopf ein. »Oh nein, hab keine Angst. Hier draußen gibt es so viele schöne Dinge zu sehen«, versicherte ihr die Prinzessin. Sie versprach ihr die Freundschaft, schwang ihren Zauberstab und wirkte ihr Wunder, um der Schnecke all die schönen Dinge des Universums zu zeigen. Funkelnde Sterne, Fische mit Glitzerschuppen, die in riesigen Schwärmen dahinschwammen, farbenprächtige Anemonen, soweit das Auge reichte. Die Schnecke war überwältigt und kroch schließlich aus ihrem Haus.
Sie war von der Magie der Prinzessin überwältigt und fragte, wie sie sich nur diese Macht zu eigen gemacht hatte. Die Südliche war geschmeichelt und beschloss, der Schnecke ihren Zauberstab zu leihen. Doch leider war die Schnecke bald besessen davon, ihre Magie zu wirken, und ließ die Südliche in den dunkelsten Tiefen des Ozeans allein zurück. »Warum hat sie mich verlassen?« wehklagte die Prinzessin. Mit letzter Kraft schwamm sie an die Oberfläche zurück und bestieg erneut ihren Kometen. Als die Planetenoberfläche langsam hinter ihr zurückblieb, kämpfte die Prinzessin mit ihren Tränen. Freudentränen darüber, dass sie durch ihre Magie Freunde gefunden hatte, und Tränen der Trauer, da sie diese wieder verloren hatte. Die Nördliche jedoch trieb selbst in einem scheinbar unendlichen Ozean der Trauer und weinte unbemerkte Tränen. Nicht einen Schritt weiter. Nemala, hör auf damit! Es ist so traurig, wie sehr wir uns voneinander entfernt haben. Wir standen uns damals so nah. Hätten wir doch bloß frei von der Seele sprechen und unsere Gefühle ehrlicher zum Ausdruck bringen können. Egal, Marin war stets so versessen darauf zu helfen, jetzt kann sie es tun. Sie kann dabei helfen, das Ende herbeizubringen. Nein, nein, bitte nicht. Wieso verwandelst du alle in Monster? Wir verändern sie nicht im geringsten. Was ist so lustig? Du bist so ahnungslos, nicht wahr, Junge? Wir verwandeln sie nicht in Monster. Wir enthüllen lediglich ihre tatsächliche Form. Ihre tatsächliche Form? Also Erik, Marin, Lulu sind alle Monster? Das ist Blödsinn. Das ist nicht Marin, nicht mehr. Das ist Rajas Wahrnehmung von Marin, verzerrt von Zorn und Eifersucht. Der tiefe Groll, den sie in sich trägt, bedeutet, dass sie sie so in ihrer tatsächlichen Form sieht. All das ist Rajas Werk? Gewissermaßen. Wir haben all das getan, um Raja zu retten. Kannst du sehen, dass sie von Tag zu Tag schwächer wird? Das ist wahr. Ständige Verleugnen tut ihr nichts Gutes. Sie saugt diesen Hass in sich auf und schnürt ihn zu einem Päckchen zusammen. In dieser Illusion, die ihr alle eure Welt nennt. Und wenn sie weiterhin ihre gesamte Energie dafür aufwendet, wird ihr Leben in Gefahr sein. Das meinst du nicht ernst? Mist. Wir müssen etwas tun. Raja muss mit den Dingen konfrontiert werden, die sie die ganze Zeit über in sich trägt. Sei still. Das klang wie Raja. Du kannst hier nicht länger bleiben, Junge. Warte, was soll ich tun? Los. Also, Marin wird wahrscheinlich zur Schnecke, ne? Weil sie sich immer verkrochen hat und ihr nicht geholfen hat, oder? Ja. Raja, bitte. Ich möchte deine Fantasie verstehen. Halt die Fresse. Ihr Geschichten schreiben. Was muss ich tun, damit du endlich aufhörst zu reden? Wie in den alten Zeiten. Genug mit diesem Geschwafel. Halt die Klappe! Halt die Klappe! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Du hast so viele Atmas. Ist ja furchtbar. Ich brauch dich nicht. Ah ja. Nein. Tu's nicht. Unterbrich sie nicht. Kannst du nicht sehen, dass sie Schmerzen leidet? Wir sind hier, um ihren Schmerz zu fühlen. Um bei ihr zu sein. Nicht so wie die anderen, die einfach gegangen sind. Wie ich es mir dachte, alle sind weg. Verschwinde einfach, so wie du es immer tust. Ah ja. Möglicherweise atmet sie noch. Diesmal werde ich dir helfen, Raja. Hallo, Herr Co-Autor. Lange nicht gesehen. Ich weiß, tut mir leid. Ich war in letzter Zeit nicht oft zugegen. Ist schon okay. Du hast endlich einen Teilzeitjob. Das ist großartig. Nun, was ist mit dir? Wie kommst du mit deiner Geschichte voran? Nun, das ist ein Geheimnis. Hä? Wieso denn das?
Es ist schon spät und es sieht aus, als würde es regnen. Aber wie geht denn das? Also, Numala und Marin haben wir als Kinder hier quasi vor uns und die wurden älter. In dem Alter, wie Atma jetzt ist. Und Atma ist hier aber schon groß und kein Junge. Also nicht in Numalas und Marins Jugendalter. Also Atma ist tatsächlich nicht echt. Können wir damit verstehen. Also Marin hatte recht auf jeden Fall. Tja. Okay, spät, Regen. Komm schon, lass mich dich nach Haus begleiten. Ich möchte nicht nach Haus. Alles dort ist so leer und leblos. Ich kann dort weder schreiben, noch zeichnen oder sonst was. Ist zu Hause irgendwas passiert? Alles ist passiert. Ich möchte so sein wie du, Atma. Ich möchte von zu Hause davonlaufen. Atma, hilf mir, wie du zu sein. Wie ich? Ich könnte unabhängig sein, am Stadtrand leben, frei sein. Was willst du bitte schon essen? Naja, ich könnte Gras essen und die Tautropfen auf dem Gras trinken, optimal. Langweiligste Idee aller Zeiten. Ach, komm schon, wir könnten Nachbarn sein und jeden Tag gemeinsam Geschichten schreiben. Normaler, ich weiß, dass du gerade eine Menge Emotionen durchlebst, aber es ist besser zu warten, bis der Sturm sich gelegt hat, damit du wieder klar sehen kannst. Oder ist Atma doch gestorben? Weil wir hatten ja den ganzen Anfang, wo Atma sie gerettet hat. Es kann natürlich auch sein, der Atma hier hat schon existiert, hat sie gerettet, ist dann aber halt leider selber ertrunken und gestorben. Deswegen gibt es auch gar keine Aufzeichnungen von ihm. Er hat sie ja gerade gesagt, er ist abgehauen. Also er ist abgehauen, hat dort im Nichts gelebt und ist gestorben. Klamm und still, so quasi ohne irgendjemanden. Also ohne, dass jemand von ihm jemals wusste, außer Normaler. Keine Sorge, im Sturm wird für dich die Sonne aufgehen. Du willst mich doch bloß loswerden, nicht wahr? So wie alle anderen. Ich bin so nutzlos. Es tut mir leid, dass du so denkst. Aber so ist das nicht. Ich bin auch von zu Hause weggelaufen, um hier zu leben. Es war mir egal, wohin es mich verschlagen würde. Ich wollte einfach nur nicht mehr in meiner Heimatstadt sein. Dann bin ich hier gelandet. Ich habe niemanden mehr, auf den ich zählen könnte. Ich habe den Kontakt zu all meinen Freunden und Verwandten verloren. Ja, der ist wirklich gestorben. Und der war wirklich echt. Oh Gott. Alles nur, weil ich unbedingt meinen Traum verwirklichen und Schriftsteller werden wollte. Das ist doch cool. Aber die Realität ist nicht so cool, wie du denkst. Ich muss hart arbeiten, damit ich überleben kann. Und ich habe weder Zeit noch Energie, kreativ zu sein. Ich hätte schon fast alles hingeschmissen, doch dann habe ich dich kennengelernt. Dein Eifer, deine Fürsorge, alles macht plötzlich wieder Spaß. Und du hast eine tolle Geschichte erfunden, die mich ehrlich berührt. Wegen dir habe ich wieder Lust, selbst was zu schreiben. Und noch mehr als das, du hast mir das Leben gerettet. Hab ich das? Und du hast es nicht mal bemerkt. Ich weiß nicht, ob du deine Probleme zu Hause in den Griff bekommen kannst, aber ich kann dir beim Schreiben helfen. Ich weiß, dass dir die Geschichte mit der Sternprinzessin wichtig ist. Wieso bringen wir sie also nicht gemeinsam zu Ende? Wirklich? Das meinst du ernst? Das tue ich, versprochen. Danke. Wirst du jetzt noch rausgehen? Na, für mich? Na schön. Aber können wir nicht noch ein wenig bleiben? Zumindest bis zum Sonnenuntergang? Du bist eine harte Verhandlungspartnerin, Fräulein Co-Autorin. Wir werden die Geschichte mit der Sternprinzessin auf jeden Fall fertig machen. Stimmt's, Atma? Na klar. Ich hab's dir hoch und heilig versprochen. Und dann ist er gestorben. Atma! Es hat keinen Zweck. Scheiße. Ich komme. Ich krieg dich. Nein, Atma, nein! Wir müssen eine Geschichte fertig schreiben. Verlass mich nicht. Ich bin allein. Schon wieder dieser Traum. Diesmal fühlt er sich so real an. Normaler? Okay, puh. Das sieht aus wie das Zimmer aus Normalers Raumtauchen in meinem Traum. Aber diesmal sind die Blumen verwelkt. Vielleicht ist es kein Traum. Ich muss Raya suchen. Sie muss hier irgendwo sein. Okay, wir sind schon weit über der Zeit, aber ich wollte nicht unterbrechen. Puh.
Gott, ist ja furchtbar. Das Ganze hier ist so furchtbar schön. Also das Spiel ist furchtbar schön, aber die Story ist furchtbar. Wow. Okay. Also furchtbar gut einfach. Wow, das ist so... Also mich nimmt es extrem mit. Klar, ist auch natürlich, die Storys da drin sind auch sehr, 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 sehr nah zu dem, was ich so erlebt habe. Vor allem das Mobbing von Raya, das ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und tatsächlich sogar fast aus den gleichen Gründen gemobbt worden. Tja, seit wenn man andere Interessen hat als alle anderen, ist schwierig. Na gut, Leute, dann schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bye.